Ich kann stehen. Das ist die von dem Gericht, die Verständigung, dass sie sollen bei einem neuen Ohr wieder in der Urteilsverkündung. Jawohl. Am 29. Ja, wir haben sein dort. Das ist dann am Dienstagmorgen. Am Dienstag. Warten Sie uns zu schreiben, Sie haben bekommen die Verständigung. Hier schreiben Sie unter, jawohl. Ich schreibe unter hier als Zeug. Ich habe nur keinen. Ja, ja. Ja. Danke sehr. Eins geht sich zum Gericht, nein, bleibt bei uns. Jawohl. Aber kommt. Jawohl. Oh, in diesem Brand vielleicht. Guten Morgen, Herr Dr. Servatius. Moin, Herr Eichmann. Wie geht es Ihnen? Augenblick, ich muss erst sehen. Haben Sie Glock? Ja, vielleicht ist es viel besser. So. Sorry? So, ist gut. So, Herr Eichmann. Wie geht es Ihnen? Ich bin gestern oder vorgestern angekommen, ja. Verschiedene Besprechungen gehabt und habe einige Briefe und Grüße mitgebracht von Ihrer Frau. Jawohl. Die Briefe habe ich abgegeben. Jawohl. Die bekommen Sie, nicht? Die bekomme ich noch, ja. Also von Ihren Brüdern, Robert, Otto, Emil und von Ihrer Frau. Vor der Abreise habe ich auch Ihrer Frau noch gesprochen. Ach, nicht? Sehr schön, ja. Sie lässt Sie herzlich grüßen. Danke sehr. Und sie hat natürlich erzählt, wie sie es hier getroffen hat, ja. Die gesamte Haltung. Und, die anderen Dinge, da sprechen wir dann noch drüber, nicht? Jawohl. Sie war eigentlich sehr erfreut und beruhigt über den Besuch, nicht? Ja. Sie ist natürlich also von einem unverwüstlichen Optimismus. Und sie war dann doch etwas erschrocken, wie ich ihr jetzt sagte, dass das wohl nicht ganz so ist. Also, ich muss ihr ja sagen, wie die Dinge liegen. Ja, freilich, natürlich. Dass sie hier nicht zu sehr auf ihr herumgequetscht haben, war ja natürlich, nicht wahr? Denn ein solches Wiedersehen will man ja nicht mit solchen Dingen belasten. Natürlich. Auch ich hatte ja vorher sie auch schon getroffen, aber sie war eigentlich ganz erstaunt, nicht? Dass sie ja sagte, die Stimmung scheint doch in Israel sehr negativ zu sein, nicht? So dass sie doch also mit allem rechnen müssen, nicht? Es ist nicht, dass sie aufbraust, sie ist sehr klug und ruhig und gefasst, nicht wahr? Sie hat dann auch mit der Presse, die natürlich auch an sie herangetreten ist, hat sie sich sehr klug und geschickt, hat sie sich dazu ausgelassen, nicht? Wie, nach dem Besuch oder nachdem Sie gesprochen haben? Nach dem Besuch. Ah, nach dem Besuch, ja. Nach dem Besuch, nicht wahr? So, dass, nun war die Frage, soll sie jetzt nach Hause fahren, um doch drüben von zu Hause aus etwas zu betreiben? Der Anwalt, der damals damit beschäftigt wurde, kommt aber zufälligerweise in geschäftlichen Angelegenheiten hier herüber. Er hat in Madrid zu tun. Und ich habe mit ihm korrespondiert. Ich bin inzwischen übrigens im Spanischen so weit fortgeschritten, dass ich alles ohne Mühe lesen kann. Ah, Kevin. Ja. Ich habe eine Reihe spanischer Briefe bekommen. Ja. Habe vor allen Dingen auch den spanischen Auslieferungsvertrag bekommen, also den argentinischen Auslieferungsvertrag, ja, ja. Der am 8. Mai unterschrieben worden ist, nur paraffiert, nicht, ja, aber nicht, ja, ratifiziert. Den hatte ich mir geben lassen schon
um eventuell im Kreuzverhör noch diese Zeugen zu fragen. Das wäre sehr wichtig geworden, nicht? Aber es kommt ja nicht dazu, Frage, wie man es sonst verwerten kann. Jedenfalls hoffe ich, dass da auf dem Gebiet noch etwas geschieht. Vielleicht, dass ich Ihnen noch etwas Näheres sagen kann dazu, nicht? Jawohl. Das ist also der, möchte man sagen, der einzige Silberstreifen, nicht? Dann war gestern bei mir der Geistliche, der Herr, ja. Herr Höll. Der hat mir eine Erklärung gezeigt, die er von Ihnen erbeten wollte, nicht? Sie wären nicht einverstanden gewesen. Ich habe ihm gesagt, das kann ich verstehen. Und man kann sagen, das ist sehr schön, aber es ist nur ein Buono. Es ist sachlich nicht richtig. Er sagt, ja, es ist ja oben in der Einleitung, steht ja drin, befehlsgemäß. Aber die Formulierung, ja, die Formulierung ist so, als ob ich hier Müller wäre, am Chef. Hören Sie doch zu. Ja. Ich sage, hören Sie mal, in der Form, die Presse nimmt den Kopf raus, die lässt ihn weg als überflüssig. Und dann steht da drin, ich habe das getan und das getan und das getan. Ja. Wenn noch oben im ersten Satz steht, ich habe auf Befehl, nicht? Das interessiert keinen Menschen. Und so kann man das nicht tun. Nicht? Außerdem sind da Ausdrücke drin, kurz und gut, die Formulierung passt auf mich, den Befehlsempfänger, überhaupt in gar keiner Weise hin, nicht wahr? Ja, da sagt ich habe das Blatt nicht abgelehnt. Ja, ja. Also, ich bin überrumpelt worden mit der ganzen Sache. Haben Sie das Geständnis und alles das, ja, nicht wahr? Nicht? Sie haben das ja auch nicht unterschrieben, nicht wahr? Er hat es mit Maschinen geschrieben, Adolf Eichmann, ja, drunter. Ich habe das sogar eingerissen, ja, und es wurde dann auch von ihm weggerissen. Habe ich gesehen. Habe ich nicht akzeptiert. Ja, das hat man gesehen, ich habe ausgerissen. Jawohl, ich habe es bekommen, ich habe es hier vorliegen, ich habe bei mir das Schreiben mit der Anlage. Ja. Als ich das Schreiben gelesen habe, Geständnis, denke ich mir, darüber ist überhaupt nie gesprochen worden mit dem Mann. Ja, ja. Und dann sage ich, ja, und wo ist die Anlage? Ja. Dann bekam ich die Anlage und las das. Ja. Es hieß dann auch, dass ich Jesus Christus anerkenne, ja, und so weiter. Sachen, die im diametralen Gegensatz zu dem stehen, was ich dem Mann schriftlich sogar gegeben habe. Ja, ja. Und ich habe mich geweigert, das zu unterschreiben. Es wurde dann auch wieder auf dem Dienstwege mir abgenommen. Ich habe es bis heute nicht bekommen, also offenbar ist es seitens der Behörde kassiert worden. Er hat es wohl noch, nicht wahr? Er hat es mir gezeigt. Ach so, gut. Ich habe es durchgelesen. Obwohl ich nicht glaube, denn er sagte mir gestern, ob ich es bekommen hätte, ob ich studiert hätte. Ja, Sie haben es doch bekommen. Ja, nur hier einmal. Aber wie das immer ist, es wird dann wieder weggenommen, muss durch die Zensur gehen und dann kriege ich es erst wieder auf meine Zelle, nicht wahr? Ne? Aha. Das habe ich nicht bekommen. Ja, das ist, Sie wissen ja, was drin steht. Ja, wahr? Ja, das ist, großen Zügen. Das kann man nicht machen, damit würden Sie Ihr ganzes Gesicht verlieren, nicht wahr? In der Form nicht, ich habe ihm gesagt, eine Erklärung. Wissen Sie, wieso das Ganze gekommen ist, ja, Herr Dr. Servatius? Weil wir dabei sind, gebe ich eine kurze telegrammstilmäßige Übersicht über Höll. Das Ehepaar Höll ist persönlich außerordentlich nett, liebenswürdig, sympathisch. Ja. Ich habe das auch in Briefen an meine Leute auf Üben geschrieben. In sachlicher Hinsicht jedoch ist mir von Haus aus, kann man mir allmählich bedenken. Sie sagten mir, dass er von den christlichen Wissenschaften wäre. Ja, ja. Das stimmt nämlich gar nicht. So. Nein, er ist ein Sektierer. Aha. Das ist die, ich habe es auch zufälligerweise erst gesehen, anlässlich dieses Bogens, wo da drin steht, Geständnis, ich mache das Geständnis. Es wäre sehr mutig von Ihnen und so weiter. Und Sie haben es gelesen, ja, oder? Ja, ja. Da steht es oben drüber, Mission der Zionskirche, übersetze ich das. Das ist Englisch, nicht wahr? Ich weiß, so übersetze ich das. Ja. Also es ist irgendeine Missionsgesellschaft der protestantischen Kirche,
aber auch nicht des großen weltlutherischen Verbandes, sondern einer Sekte. Das entnahm ich auch gestern, als er mir hier erzählte, dass er, das heißt, seine Gattin sagte mir das, er wäre nicht einverstanden gewesen, nur ein paar Tropfen Wasser bei der Taufe zu bekommen, sondern ganz untertauchen. Aha, ja. Da habe ich mir gesagt, halt Freund, das sind Sektierer, nicht wahr? Ja, ja. Das wusste ich erst, das weiß ich erst seit gestern. Ich habe ihm meinen Standpunkt gesagt. Er hat auf diese Dinge religionswissenschaftlicher Natur überhaupt gar kein Wort fallen lassen. Ich weiß nicht, kann er es oder will er es nicht. Ich habe ihm dann geschrieben im Anfang, dass er sich keinen Hoffnungen hingeben möge, dass ich je wieder der protestantischen Kirche beitreten Sie dürfe. Haben ihm einen langen Brief geschrieben. Ich habe ihm geschrieben, ich habe gestern gesagt, er möge alle drei schreiben, ihnen in Ablichtung übergeben. Daraufhin wollte er im Anfang nicht. Und dann sagt er, gut, Dr. Savazis kann sich ja abschreiben. Ja, also er hat mir gezeigt... Ein Schreiben mit zwei Seiten, ein Schreiben mit sechs Seiten und ein weiteres Schreiben mit abermals sechs Seiten. Ja, er hat mir nur davon erzählt, er hatte Englisch Übersetzungen ins Englische, hat aber den Text selbst nicht da. Ich habe ein Schreiben gesehen, sind das zwei Seiten oder... Das ist das erste Schreiben. Das erste Schreiben. Zwei Seiten, ja. Und die anderen Schreiben, da hat Und dann kam eine Schreibung, nämlich ist es folgendes, ich habe seit gestern gemerkt, dass der Pfarrer Höll offenbar eine rege Propaganda treibt. In welcher Hinsicht? Zeitungsmäßiger Hinsicht, also. Ja, er sagt, das wäre gegen seinen Willen geschehen. Das wäre hier, das müsste hier aus dem Hause kommen. Nun gut, es ist wie es sein mag. Ja. Ich kann solche Sachen, wie da hier verlangt werden, ich soll unterschreiben, Jesus Christus, ja. Kann ich nicht akzeptieren, nicht wahr? Ich habe Ihnen ganz klar meine Stellung zu den letzten Dingen gesagt und habe ihm von Haus aus keine Hoffnung gemacht. Ja, haben Sie auch nicht. Ich habe also diese ersten Seiten ja gelesen, wo Sie das ja schon sagen. Da steht schon drin. Und dann kam er und hat mir drei Fragen gestellt. Ja. Das ist das letzte gewesen. Wie ich, also ich kann es nur sinngemäß sagen, wie ich Gott sehe, was ich mir darunter vorstelle, wie sich Gott in der Natur offenbart. Und als dritten Punkt, worauf basiert Ihre Annahme bezüglich eines Lebens nach dem Tod? Ja. Das habe ich ihm beantwortet in sechs Seiten. Ja, und da hat er mir gesagt, ja, das wäre ja grundsätzlich auch seine Ansicht. Was er will, ist eben das berühmte Geständnis. Ja, ja. Zum ersten Mal auch Folgendes passiert. Sie kamen und sagten beten, nicht wahr? Sie sagte, die Dame spricht ja sehr schlecht Deutsch. Ja. Und sagte, neigen Sie den Kopf, mein Mann will beten. Sage ich dann, ich pflege nicht in Gegenwart dritter Personen zu meinem Herrgott zu beten. Ich bete nicht. Ja. Sie haben gebetet in Englisch. Ja. Also eben der Pfarrer hat gebetet in Englisch. Gut, kann ich ja nicht dran hindern. Ich lasse mal ein bisschen dazwischen, nicht wahr? Und gestern hat sie das übersetzt in Englisch und dann hat er mir einen längeren Vortrag gehalten über die Angelegenheit, wie er nun hier erweckt wurde, auf die Tour der angloamerikanischen Erweckungsprediger, nicht wahr? Ja. Und als ich zum Schluss dann sagte, ich möchte, ob ich ihm nun jetzt meine Ansicht sagen könne, wollte er keine Antwort haben. Ja. Das ist, finde ich, eine Nötigung, nicht wahr? Denn hier kann das so ausgelegt werden, das heißt, ich unterstelle es sogar, dass ich hier mit diesen Ansichten völlig konform gehe. Ich tue das nicht. Ja. Ja. Denn er hat mir gestern gesagt, inquisitorisch gewissermaßen, und besser gesagt suggerierend, ich weiß es, ich sehe es Ihnen an, in Ihrem Herzen sind Sie nicht frei von Jesus Christus, sinngemäß jetzt, ja, und so fort. Also diese Unterstellungen, die kann er wohl machen mit irgendeinem Einfallspinsel, der sich mit diesen Dingen nie beschäftigt hat, nicht aber mit mir. Ja.
Sowas liebe ich nicht. Ich will ihm das nächste Mal, wenn er kommt, auch sagen. Ja. Entweder gestattet er mir die Stellungnahme dazu, dann ist recht, dann mag er sprechen, was er will. Ja. Das ist sein Recht. Aber ich muss mein Recht haben, dass ich dazu Stellung nehme. Wenn nicht, muss ich verzichten auf solche weiteren Unterhaltungen. Also das ist begründet. Hat gar keinen Zweck. Ich meine, da er ja nun also Sektierer ist, ist das, was Sie der Welt zu sagen haben, das kann ich ja tun. Ja. Ich bin ja insofern auch Ihr Beichtvater, nicht wahr? Ja. Vielleicht ein ganz guter, nicht wahr? Ja. Jedenfalls, oder wo man sagen, ein besserer. Ja. Denn man muss ja zunächst mal dass die ganzen Zusammenhänge verstehen. Natürlich. Ich habe ihm auch gesagt, bei dem Geständnis, das er mir hier vorliegt, sage ich, sehen Sie, Sie haben da möglicherweise einen Satz herausgegriffen aus irgendetwas, den haben Sie festgenagelt. Das geht nicht, man kann nicht aus einer Sache, irgendeine Sache, einen Satz herausziehen. Kommt ja ganz schiefes Licht. Ja, ja. Ja, also er wollte es nicht glauben, wollte es nicht wahrhaben und hat mir gesagt, er meint es mir nur gut und so fort. Ich sage, ich unterschreibe das glaube ich, dass der es gut nicht meint. Aber er scheint aber auch die Dinge der Welt nicht zu kennen, indem er in dieser Form das aufsetzt. Die Presse macht ja ganz etwas anderes daraus. Ist das schon in der Presse auch? Nein, das kann er ja nicht wahr. Nein. Also ich muss sagen, ich habe nichts in der Presse darüber gelesen. Er sagte mir nur, es wäre in Amerika, also wahrscheinlich in Kanada, vielleicht in den religiösen Sektenblättern erschienen. Denn sie hat mir so ungefähr, seine Gattin sagte mir ungefähr, als ich mich weigerte, das zu unterschreiben, sie waren beide paff gewesen. Ja. Er bekam einen ganz roten Kopf. Ja. Und sie sagte so ungefähr, habe ich das noch in Erinnerung, sinngemäß, dass die Presse ja schon etwas Ähnliches gebracht hätte, gewissermaßen, ja, was soll man denn jetzt machen? Sie müssen das ja und so weiter. In diesem Sinne ungefähr, sinngemäß. Daraus habe ich eben geschlossen. Ja. Das war der erste Hinweis für mich, ja, dass hier die Presse klar zieht. Und gestern sagte er mir, dass seiner Meinung nach Millionen für mich beten würden in USA und so weiter und so also fort. Das ist da habe ich daraus geschlossen, dass er in einer regen propagandistischen Tätigkeit in dieser Hinsicht steht. Also das ist ja von religiöser Seite kriegt man ja immer wieder Briefe, die unabhängig von diesen Geschichten schreiben. Er hat eine schwere Schuld auf sich geladen. Wir beten für ihn, nicht wahr, und so weiter, für die Einsicht, die Gnade der Bekehrung und was alles da steht. So Briefe kommen Zeit zu Zeit. Also ich habe ja doch etwa 1500 Briefe im Laufe der Zeit bekommen. Sehen Sie mal, Herr Doktor, ja, die erste Sache, wo ich mit ihm gewissermaßen auf diesem Gebiet anhakte, war folgendes. Er entwickelte mir aufgrund einer schriftlichen Notiz, die er mir gab, steht ein Satz drin, erfüllte Verheißung und verheißene Erfüllung. Mhm. Das habe ich nun aufgegriffen. Ja. Und da erzählte er mir, dass nur diejenigen, die an Jesum Christum glauben und über ihn die ewige Seligkeit bekommen würden, ja, alle anderen wären verloren und verdammt. Ja, und da habe ich ihm gesagt, da habe ich ihm Folgendes gesagt. Ja, was ist denn jetzt nun mit den Juden zum Beispiel? Ja. Und da sagte er mir hier die Sache von Abraham Isaac, ja, raufschauend aufs Kreuz, 2000 Jahre später, nicht wahr? Ne? Ja. Und heute wir zurückschauen, also diese mystische Angelegenheit, ja, nicht wahr? Ne? Und dann sage ich ihm, gut, das sind, sagen wir mal, zusammen 1 Milliarde Menschen. Ja. Rundgerechnet, wir wollen großzügig sein. Ja. Es sind ungefähr 3 Milliarden Menschen, bleiben noch 2 Milliarden übrig. Das sind Buddhisten, Lamaisten und, ja, und Mohammedaner, ja, und so weiter und so weiter. Was ist denn mit denen, habe ich gesagt. Ja. Die glauben ja auch nicht. Sind verloren und verdammt. Da habe ich gesagt, so, der Gott, an dem ich glaube, das ist ein Gott der Liebe. Ja, ja. Und das habe ich ihm auch hineingeschrieben. Ja. An einen rächenden und zürnenden Gott, der hat mit meinem Gott nichts zu tun. Ja. Also
jetzt verstehe ich erst, warum er sagte, ja, er muss vor allen Dingen den Satz Jesus Christus muss er unterschreiben, nicht? Aber merkwürdigerweise, als ich das beanstandete in dem sogenannten Geständnis, nicht wahr, ne? Ja. Also das, auch das unterschreibe ich Ihnen nicht, sage ich Ihnen. Dann meinte er, nun gut, das könnte man ja rauslassen. Daraufhin habe ich mir gesagt, Donnerwetter noch einmal, das ist allerhand, er als Pfarrer, diesen Satz, der wäre mir, wenn ich Pfarrer wäre, das Allerwichtigste, nicht wahr, ne? Ja, also mir sagte er, ja, das wäre, meinte dann, ja, man könnte ja Einzelnes rauslassen und so weiter. Ich meine aber, da er ja nicht, warum sollen Sie etwas Schriftliches von sich geben? Nicht? Wir sprachen am Tag vorher. Ja. Er sagte mir, oder seine Gattin sagte mir, ob ich das, ob ich denn die ganzen Sachen bedauern würde, sage ich, ja, aber selbstverständlich, nicht wahr? Ja. Ganz klar. Sehr sogar. Eben, das haben Sie ja immer gesagt. Dann ging dem voraus eine Sache, dass er mir sagt, wir sprachen dann von Schuld. Ich habe ihm gesagt, was heißt Schuld? Hm. Es gibt eine Schuld im strafrechtlichen Sinne, es gibt eine Schuld in staatspolitischer Hinsicht, es gibt eine Schuld in zivilrechtlicher Hinsicht und so weiter. Und es gibt eine Schuld von der Basis des Metaphysischen aus betrachtet. Ja. Das ist ein ganz großer Unterschied, Herr Pfarrer, sagte ich ihm. Und dann sagte er mir, und ich sagte, wo keine ich habe keine Schuld. Ja. Und wenn ich heute Reue sage, dann sagt der Jurist Schuld. Mit Recht, Reue, da ist auch Schuld. Ja, sicher. Ich betrachte die Sache vom metaphysischen Standpunkt aus. Das andere habe ich gar kein Recht. Ich war Befehlsempfänger und habe selbst nicht angeordnet. Ja. Nun sagt er, ja, warum ich denn in der Partei dabei gewesen wäre. Ja. Zuerst kam die Wannsee-Konferenz. Sagt er, Sie waren doch in der Wannsee-Konferenz. Ja. Sage ich, jawohl, als Protokollant. Und dann sagte ich, sehen Sie mal, was würden Sie denn machen? Heute nach 20 Jahren können Sie leicht sprechen, ist leicht reden über diese Sache, nicht wahr? Ne? Aber was hätten Sie denn gemacht? Und da meinte er so ungefähr, ja, da hätte ich mich an die Wand stellen, hätten Sie an die Wand stellen lassen müssen und so fort. Und da sagte ich ihm drauf, nach 20 Jahren ist da leicht reden drüber, nicht wahr? Ne? Ja. Da sagte er, Sie sind aber 1932 in die Partei eingetreten. Sag ich, selbstverständlich bin ich eingetreten, aber Sie müssen auch wissen, warum. Sie müssen die Ursache erstmal sehen. Ursache war der Sei gewesen. Ja. Ich war ein 26-jähriger Bursche um jene Zeit. Ja. Und wenn hier gepredigt wird, gegen das Unrecht von Versailles, gegen die weitere Zunahme der Arbeitslosigkeit, Unterbringung von 6 oder 7 Millionen Arbeitslosen in Arbeitsprozessen und so fort, ja, da bin ich selbstverständlich in die Partei eingetreten. Das sind ja ganz andere Leute. Ich habe ihm dann gesagt, sehen Sie mal, was wollen Sie denn? Gerade nehmen wir doch bloß mal Pfarrer der evangelischen Kirche heraus. Der Pfarrer von Dening war ein bedeutendes Mitglied der Partei um jene Zeit. Ja. Es gab Pfarrer der Kirchengemeinde Linz, evangelische Pfarrer, die waren Parteigenossen gewesen. Ich habe gesagt, und ich war 26 Jahre alt, ich war kein Pfarrer, ich habe das nicht betrachten können. Dass das ein großer Irrtum gewesen ist, das hat sich später herausgestellt, ganz klar. Ja, da wollte er dann natürlich nicht mehr viel mehr hören davon, ist dann wieder weggegangen. Ja. Sehen Sie, man muss das Ganze nämlich auch, wenn man schon anpackt, muss man es auch mit der Vorgeschichte anpacken. Also nun etwas, das praktische Ergebnis. Selbst wenn Sie das unterschreiben würden, er bekommt es nicht. Ihm hat hier die Behörde gesagt, nein, man will ihm nicht gestatten, irgendetwas Schriftliches von Ihnen Unterschriebenes zu haben, um damit, also in Ihrem Sinne, nun eine Milderungsaktion in der Welt zu starten. Man will offenbar überhaupt nichts von Ihnen an die Öffentlichkeit kommen lassen. Deswegen auch also Ihre Memoiren festgehalten, sonstige Erklärungen festgehalten. Hat man Ihnen gesagt, dass ich, haben Sie ein Schreiben bekommen von mir zu Ihrem Roman, den Sie mal früher verfasst haben? Ich habe gar nichts bekommen. Ich habe erst gestern zufällig durch den Pfarrer gehört, dass Sie überhaupt heute kommen. Ja. Also ich habe schon vor etwa 14 Tagen hierhin geschrieben, man möchte Ihnen nochmal Ihren Roman vorlegen und Sie möchten das
noch mal in die Möglichkeit geben, das durchzusehen und ein paar kleine Skizzen dazu zu machen, damit man das also eventuell dann verwerten könnte, nicht? Und ich habe nichts darauf gehört, also, aber nach der gesamten Einstellung wird man das ablehnen. Man will von Ihnen nichts mehr in die Öffentlichkeit gelangen lassen. Also ich habe das schon erwartet, aber das ist jetzt die Bestätigung, die ich ja nun aus dem Munde des Geistlichen habe, der sagte, nein, Sie wollen es mir nicht geben. Weil Sie sagen, nehmen Sie an, nicht wahr, das wäre also ein Geständnis, so wie er es wünschte, ich bereue, ich bekenne mich schuldig und so weiter. Das sagt er, würde in der religiösen Welt, meint der Geistliche, würde das so wirken als Milderung, da sagt man, ja, ist ja ein reuiger Sünder und einen reuigen Sünder darf man nicht verstoßen. Dann würden also Millionen christlicher Leute sich dafür einsetzen. Das will man eben nicht machen. Und deswegen weiß ich nicht, was das ganze Manöver überhaupt noch für einen Sinn haben sollte. Also wenn etwas zu sagen ist, das kann ich nur tun, jawohl, sonst keine Menschenseele. Jawohl. Also damit ist das Kapitel geschlossen. Sie sprachen eben von dem Roman, also den werden Sie auch nicht kriegen. Man hätte gerne gehabt, Sie können sich vielleicht mal damit befassen, ein paar technische Zeichnungen, die man in das, wenn man das Buch erscheinen lässt, da reintun kann, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob Sie sowas, Sie sind ja nun... Oh ja, das will ich schon zusammenbringen. Machen Sie mal jedenfalls, vielleicht kriege ich es doch dann. Sie brauchen ja das ja gar nicht mehr zu sehen, nicht wahr? Vielleicht schmeißen Sie es auch weg nachher, die anderen, nicht? Nicht? Haben Sie auch einen gewissen Ablenkungsbeschäftigung, nicht? Denn andere Sachen sind ja jetzt nicht mehr. Das sind also diese Geschichten. Dienstag beginnt die Verhandlung wieder. Wie lange wird sie dauern, etwa nach Ihrer Meinung? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es sollen also, das Urteil soll also, im Grundsatz wird es wohl feststehen, haben wir uns im Fall klar. Aber verschiedene Begründungen, einzelne Richter scheinen also zustimmende, aber in der Begründung etwas anders ausgelegte Meinungen zu haben. Es hieß einmal, es wären also etwa 100 Seiten, das Urteil nicht. Ich nehme auch an, dass es kurz ist, denn je kürzer es ist, je weniger ist es angreifbar. Nicht? Ich bin natürlich sehr gespannt darauf, aber machen kann man ja nichts mehr. Denken. Sie können Einspruch erheben. Wie? Sie können Einspruch nein, erheben. Nein. Einspruch? Nein. Nein, ich kann nur als Gnadengesuch machen. Ist ja Schluss. Zum Kapitel Gnadengesuch, Herr Doktor. Ja. Es ist Folgendes. Ich anerkenne, wie ich Ihnen sagen muss, weder ein Todesurteil, ja, noch anerkenne ich irgendein Hafturteil, ein Haftstrafenurteil. Ja. Ich werde selbstverständlich dem Urteil unterworfen. Ja. Das ist ganz klar. Ja. Sie sagten ja, dass Sie selbst Sie nicht mal mehr Einspruch ja. heben können. Jetzt muss ich Ihnen Folgendes sagen. Nachdem ich diesem Urteil unterworfen werde, das ich nicht anerkennen werde, ja. und nicht anerkennen kann, gehöre ich zu den Menschen, die das Todesurteil einer längeren Haftstrafe vorziehen. Ja, das sagten Sie mir früher schon. Das habe ich Ihnen, glaube ich, schon ja. einmal gesagt. Ja. Wenn Sie, also, Sie haben eine Sache, Sie haben die Sache noch laufen in Deutschland, nicht wahr, nicht? Ja. Die Klage, ja. die zur ja, UNO, die läuft. Bis zur UNO geht. Ja. Sie sagten mir damals, dass nur dann an die UNO herangetreten werden könne, wenn die durchgelaufen sind. Rechtsmittel erschöpft ja. sind. Ja. Gehört dazu auch das Gnadengesuch? Nein. Also gut, dann. Nein. Also Sie können sich. Dann sehe ich gar nicht ein, warum dann überhaupt ein Gnadengesuch in die Wege ja, geleitet wird. Als Verteidiger werde ich es machen, das lautet aber. Ein Gnadengesuch lautet ja nicht so, ich erkenne die Schuld an und nicht. Das will ich nein. gar nicht mal mehr in sondern ziehen. Doch, ich möchte folgende Dinge vorbringen. Ich habe es noch nicht formuliert, endgültig. In der ganzen Verhandlung ist etwas nicht zur Sprache gekommen und konnte nicht zur Sprache kommen, sich alle Beteiligten einig waren, die geschichtlichen Hintergründe,
die ganzen Vorgänge und Ursachen des Verfolgungskomplexes, nicht? Das sind religiöse, philosophische, historisch-philosophische Gedanken. Die bitte ich jetzt zu erwägen. Das nächste ist, also auch noch in dieser, der Zweck der Strafe. Was hat diese Bestrafung für einen Sinn? Es kann in Einzelnen nicht sühnen für die Gesamtheit. Das deutsche Volk selbst hat ja auch schon schwere Sünden zahlen müssen. Braucht man nicht weiter auszuführen. Auch das bitte ich zu berücksichtigen. Und dann der Makel des Urteils, der in der Entführung liegt. Muss auch berücksichtigt werden. So, ich bitte das. Ah, das ist der Inhalt. Das ist der Inhalt, nicht wahr? Gut. Das ist doch vollaus berechtigt. Jawohl. Ihre Angehörigen wollten auch etwas schreiben. Es ist natürlich schwierig. Denn wenn man schreibt, er ist sonst, wie das so üblicherweise gemacht wird, ein anständiger Mensch, dann schreiben die wie so Frechheiten, nicht wahr? Oder wenn Ihre Frau schreibt, er war ein guter Familienvater, dann wird man sagen, das ist ja unerhört. Andere Kinder hat er umgebracht. Nein. Also ich habe das mit besprochen, in welcher Form es auch da gemacht werden kann. Denn etwas soll gemacht werden. Sonst sagt man, könnte immer später sagen, da haben wir ja nur darauf gewartet, dass die auch etwas, die haben ja nicht mal es für nötig befunden, überhaupt einen Gnadengesuch einzureichen. Deswegen muss etwas geschehen, aber dem Inhalt nach so, wie es auch meinem, was ich Ihnen eben gesagt habe, entspricht. Dann läuft eben die Sache noch nicht mit dem Anwalt Ihrer Frau. Das möchte ich Ihnen jetzt im Einzelnen nicht sagen, aber es wird wahrscheinlich etwas, ist doch nicht so anerkannt, dass die Sache erledigt ist, wie man das hier, was ich immer gesagt habe im Prozess. Nicht? Ist ein argentinischer Anwalt, ja? Ja, ja. Und dass da also doch auch also eine juristische Nachprüfung erfolgt und wie weit das natürlich geschieht, wie weit man nun diese politischen Dinge angreift, nicht wahr, sein heißes Eisen, nicht wahr, das ist, weiß man alles nicht, nicht wahr. Das sind also diese Geschichten. Nun, wir sehen uns ja noch, ich habe noch etwas anderes hier, was ich besprechen wollte. Ich nehme an, dass Sie am Sonntag nach Jerusalem kommen, dass wir uns dann da wieder sehen, nicht wahr. Ich habe auch noch etwas anderes. Sind Sie in der Sache Rajakovic mal vernommen? Ja, ich habe einige Punkte darunter, ist das, was ich Ihnen eben sagen wollte. Ja, kann ich Ihnen einige Punkte jetzt mal vorlesen? Ja, was wollte man da von Ihnen dann? Ich weiß gar nicht, ich habe eins von Jahr keinen Begriff mehr, was der Rajakovic... Folgendes, am 30. Juni... Sagen Sie mir erstmal, Rajakovic, in welcher Weise hatten Sie mit dem dann zu tun? Rajakovic war ein Rechtsanwalt gewesen in Wien. Weiß ich noch. Der hatte ehrenamtlich gearbeitet und war dann eine Zeit lang FIB4 zugeteilt, bekam dann andere Kommandos und ging dann, glaube ich, ab zur Waffen-SS. Ja. Das ist ungefähr in großen Zügen, habe ich das noch in Erinnerung. Am 30. April, einen Tag nachdem meine Frau hier zu Besuch war, sollte ich Zeugenaussage leisten vor einem Richter, und zwar in zwei Dingen. Aufgrund eines österreichischen Ersuchens in Sachen Rajakovic und aufgrund eines jugoslawischen Ersuchens in Sachen irgendeines jugoslawischen Innenministers oder Innenminister, Name weiß ich nicht, ich habe den Namen auch nie gehört oder jedenfalls nicht in Erinnerung, habe mit dem Mann nie gesprochen, kenne ihn nicht, kann mir nichts darunter vorstellen, finde ich ein fremder Name. Dabei war dann noch ein Beobachter der jugoslawischen Botschaft von hier. Ich habe dem Richter gesagt, dass, eine Sekunde bitte, wie war das? Ja, dass seitens meines Verteidigers
der Berufungsinstanz eine Eingabe gemacht oder Eingaben gemacht wurden schriftlicher und mündlicher Art im Hinblick auf den Status meiner Haft. Ja. Daneben läuft eine Klage in Westdeutschland, wohin ich durch Geburt und Familie zuständig bin, wegen Erfüllung der Konvention. Ja. Deswegen bete ich, den Richter Verständnis dafür haben zu wollen, dass ich keine Zeugenaussage leisten kann. Und das wurde protokolliert, ja. Das wurde akzeptiert, das wurde protokolliert, ja. Das habe ich unterschrieben und damit war die Sache aus. Es waren zwei Verhandlungen an einem Nachmittag. Ja. Hat man Sie dann nicht gefragt, Ihnen den vorgelegt, es soll ein Fragebogen Ihnen vorgelegt worden sein? Es ist mir am Tag vorher, ist mir ausgehändigt worden, die Sache der österreichischen Behörde und die Sache der jugoslawischen Behörde. Ich habe sie kurz überflogen und habe mich mit dem Inhalt ungefähr vertraut gemacht. Und nicht im Einzelnen, nicht im Nähern, ich weiß heute auch im Einzelnen darüber gar nicht mehr Bescheid. Ich wurde, es hieß dann Sachen bezüglich der Ustaschen und so fort. Also irgendwelche Fragen, da waren eine ganze Reihe von Fragen. Also mit Jugoslawien zusammen? Ja, eine ganze Reihe von Fragen der Ustaschen-Angelegenheiten, die habe ich im Einzelnen nicht mehr im Kopf, das weiß ich nicht mehr. Weiß, könnte ich sowieso nichts darüber sagen, weiß ich gar nicht Bescheid. Und der Innenminister, dann kam der Abromeit einmal vor und bei der österreichischen Sache eben der Rajakovic. Unbekannten Aufenthaltes ist ein Verfahren gegen ihn. Er muss wohl jetzt irgendwie in Haft sein in Wien. Aha. Ja, nicht? Also daher wird das ja zusammenhängen, das Verfahren. So, also Sie Näheres wissen Sie auch zu der Sache nicht. Es ging also um jugoslawische Sachen. Jugoslawische und die österreichische. Und Wiener Sachen. Jawohl. Also wahrscheinlich so, war er dann da schon bei 4B4, wie das in Wien war? Nein, ich kann Sie mit bestem Willen heute nicht in Einzelnen sagen. Ich weiß. Der 4B4 hat es in Wien ja auch gar nicht gegeben. 4B4 gab es ja erst später. Gab es ja erst viel später, nicht wahr? Ne? Haben Sie meinen Brief bekommen? Ich habe einen Brief, er ist angekommen, ich habe von München nochmal nach Köln telefoniert, dann hieß es, heute ist ein Brief für Sie angekommen, nicht? Aha. Von Ihnen, nicht wahr? Ja. Also er ist da, aber ich habe ihn noch nicht gelesen, nicht wahr? Aha. Ich habe daraufhin gesagt, machen Sie ihn einmal auf und sehen Sie, ja, sagen Sie, wir können das nicht schwer lesen, denn die jungen Mädchen, die können ja keine deutsche Schrift mehr lesen, nicht? Ja. Und sagten, wir sehen nur, dass es ein Dankeschreiben ist. Ja, nicht? Ja. Nicht also, würde danken jetzt schon, ich habe es noch nicht sehen können. Ich habe von meinem Bruder einen längeren Brief bekommen. Ja. Dann will ich Ihnen da einige Sätze daraus vorlesen, nachdem Sie den Brief nicht bekommen haben von mir. Er schreibt mir, Robert schreibt mir am 27. April. Ja. Dr. Servatius hat nach meinem Dafürhalten Übermenschliches geleistet und ist so felsenfest von deiner Unschuld in rechtlicher und staatspolitischer Hinsicht überzeugt, dass es keiner näheren Erläuterung bedarf. Wir alle verstehen und respektieren die Gefühle des israelischen Volkes, aber wir teilen den Rechtsstandpunkt des Erstgerichtes nicht und finden die Ablehnung der angebotenen Beweise durch die Berufungsinstanz unverständlich. Der Inhalt der Berufungsschrift ist derart überzeugend, dass es meines Erachtens nur eine einzige richtige Entscheidung, nämlich den Freispruch von der wieder dich erhobenen Anklage gibt. Jede andere Entscheidung wäre ein krasses Fehlurteil und würde dokumentieren, dass mit zweierlei Maß gemessen wird und dass politische Interessen rechtlichen Erwägungen übergeordnet werden. Die Gesetzgeber mögen in Zukunft dafür sorgen, dass niemand zu unmenschlichen Handlungen gezwungen werden kann. Solange dieser Zustand nicht erreicht ist, bleibt dem Staatsbürger gar nichts anderes übrig, als den Befehlen der Gesetzgeber zu entsprechen und Dinge auszuführen, die nicht seiner freien Entscheidung unterliegen. Das andere kann ich übernehmen und so weiter. Er schreibt zum Schluss dann,
letzten Absatz lese ich noch vor. In deinem Prozess aber geht es nur um die Frage, ob dein Verhalten geeignet war, den Tatbestand des Verbrechens des Mordes oder der Beihilfe zum Mord zu erfüllen. Nach den Ergebnissen des Beweisverfahrens ist diese Frage mit einem klaren Nein zu beantworten. Noch ist die endgültige Entscheidung des israelischen Gerichtes nicht gefallen und es bleibt uns die Hoffnung, dass die Gerechtigkeit siegt und nicht durch falsche Ressentiments irregeführt wird. Ja, ich habe ja mit den Brüdern gesprochen. Der Robert konnte selbst nicht kommen, der hatte verschiedene Prozesse gerade an dem Tag laufen, aber es war Otto da und Emil, nicht? Und dann ihre Frau und die Schwägerin. Dann ist noch was anderes. Dann sehe ich in der Zeitung, da ist dort die berühmte Amtschefbesprechung vom September 39, wo sie sagen, da sind sie am Schluss mit aufgeführt. Jawohl, ich erzähle mich. Wo der Sixt sagt, nein, der ist ja nie da gewesen. Jawohl. Nun steht da auch, kennen Sie den Herrn Filbert? Filbert, ich bin... Gegen den läuft ein, der war also ein, der hat also da eine Einsatzgruppe gehabt und... Einsatzgruppe? Eine Einsatzgruppe. Da muss es ein hoher Dienstgrad gewesen sein. Ja, ja, nicht? War ein höherer Dienstgrad. Also damals vielleicht als Standartenführer oder sowas. Ja, muss er, als Einsatzgruppenchef muss er mehr. Also hier ich kann nur sagen, ich habe das Protokoll noch mal rausgesucht. Ich habe jetzt im Moment, das ist also bei der Besprechung, oder 41 oder wann das gewesen? Nein, 27. September 39. Und dann sagt er, da bin ich gar nicht bei gewesen, das stimmt gar nicht. Ich gebe ja zu, dass ich das da, dieses Kommando geführt habe. Und er gibt auch zu, nicht war mit den Erschießungen und so weiter, dass er alles gemacht hat. Aber sagt, in dieser Besprechung war ich noch gar nicht bei. Wie, und ist auch aufgeführt? Der steht auch mit drauf. Der steht auch mit drauf? Ja, ja. Sehen Sie, was ich Ihnen sagte, das ist irgendein ein Konzept von irgendeinem ein Ding, das stimmt nicht. Er hat ja auch keinen Briefkopf und keine Unterschrift. Nicht? Das ist doch also er sagt, bitte. Ja. Nicht? Ja, also wenn man das natürlich sich darauf berufen will, sagt der Eichmann war auch nicht da, das sagt er, die lügen gemeinsam. Nicht? Jetzt wird keiner da gewesen, hier steht es aber nicht. Ja. Aber ich wollte nur ihm das doch mal sagen, nicht wahr, dass das von dem Film wird, da drin steht. Was ist das hier? Also hier stand die Notiz, Eichmann gibt keine Antwort, alles abgelehnt, die Fragen zu beantworten, die im Auftrag von der österreichischen Regierung gegen den SS-Obersturmbannführer Dr. Ernst Rajakovic vorliegen. Da war ja nicht Obersturmbannführer, da war Obersturmführer. Hier steht Obersturmbannführer, ja, ich kann ja nur das, was ich da. Sein Verteidiger habe ihm geraten, keine Fragen zu beantworten, solange das Verfahren gegen ihn nicht abgeschlossen sei. Nein, nicht geraten, sondern das sind die Rechtsgründe, nicht wahr? Das ist ja verständlich, nicht? Wenn man sie hören will, dann soll man sie nach Deutschland kommen lassen. Ja. Das würde ich auch bei bleiben, nicht wahr? Ja, diese Einstellung. Und was habe ich denn hier noch? Na, ihr Bruder hat mir noch geschrieben. Ja, das wäre eigentlich im Augenblick, haben Sie nun noch etwas? Jawohl. Herr Rutter, ich habe am 8. Mai 9 Genehmigung bekommen, 9 Briefe zu schreiben. Das sind die Antworten auf Briefe, die ich bekommen habe von meinen Angehörigen. Ja. 9 Briefe sind es im Ganzen. Jetzt weiß ich aber nicht, sind es 9 Briefe inklusive des Briefes an Sie oder sind es 9 Briefe exklusive des Briefes an Sie? Das weiß ich im Augenblick nicht. Das, damals war, sprachen Sie mal von 11 oder 12. Die sind angekommen längst. Die sind bestätigt worden. Ja, die sind gekommen. Also 9 Briefe. Die habe ich am 8.5. abgeschrieben. Ja. Nicht wahr? Nicht? Ich teile Ihnen das nur mit. Ja. Auch die beiden Fotos, die meine Frau hier abgegeben habe ich auch bekommen. Ja. Ich habe jetzt noch 2 Bundfotos abgegeben. Ihre Frau mit Hasi und noch ein Bild, glaube ich, ihrer Frau. Nicht? Ah ja? Nicht, ein Bundfotografie, nicht? Jawohl. Er sagte, die werden Sie auch bekommen. Ja, ich habe es auch ohne weiteres bekommen. Ja, weil es damals hieß, er hat genug Bilder, er kriegt keine mehr. Nicht?
Ja, ich habe ja die Bilder nicht, die wurden mir immer wieder abgenommen. Na ja, aber das haben Sie wenigstens gesehen. Jawohl, jawohl. Das wäre das also, nicht wahr? Ne? Jetzt schrieb mir meine Frau noch, als sie hier in Israel über Nacht war, ja. Morgens um 6 Uhr früh, Fräulein Gude schläft noch und ja. So weiter, nicht wahr? Ne? Sie haben gut geschlafen gehabt und so fort. Und die Damen sind ja sehr, sehr ordentlich und sehr korrekt behandelt. Ja, ihre Frau war sehr zufrieden und überrascht, dass man sie mit großer Höflichkeit anschaut. Ich war auch überrascht, so viel ich das sehen konnte. Ich hab mich auch bedankt bei den israelischen Behörden. Ja, das heißt, bei den Behörden hier bei den Kommandanten des Hauses und mit der Bitte um. Ich habe schriftlich, mündlich und schriftlich. Ja, ja. Sie ist sehr, sehr korrekt. Ja, ja. Das hat ja, ich weiß nicht, ob sie das erzählt hat, sie ist ja also angekommen, nicht durch die übliche Passkontrolle durch, sondern durch einen Nebenausgang des Flughafens raus, nicht wahr, und auch so wieder zurück. Und das hat alles geklappt. Ich wurde natürlich stürmisch angerufen von der ganzen Presse in Köln. Wann wurde denn das bekannt, dass meine Frau bei mir war? Noch währenddem sie hier war? Nein. Als sie schon wieder zurück war? Wie sie zurück war. Also dann wollte ich mich erkundigen. Ich sagte dann, ja, ich weiß es nicht, nicht wahr? Wenn es in der Zeitung steht, sie wäre da, wird es wohl stimmen. Und in demselben Moment ruft mich Fräulein Gude an aus Zürich, ja. Und sagt, wir sind schon wieder hier. Da sag ich, Gott sei Dank, hat alles gut hier. Und dann hat sie sich dann auch etwas zurückgezogen. Ich war, das ist ja klar, die Presse Jagd gemacht hat. Ja, also bei mir stand das Telefon nicht mehr still. Jetzt wollte doch jeder, jetzt war das wieder interessant, nicht wahr? Die Welt interessiert ja doch ihr Schicksal überhaupt nicht, nicht wahr? Das ist klar, Sie den Scheitel ziehen, nicht wahr? Und ob sie einen Schnäuzer haben, nicht wahr? Weil, wie man sagen würde, der hat sich jetzt wie Hitler einen Schnäuzer wachsen lassen, nicht wahr? Das würde sie kolossal interessieren. Ja. Das wäre interessant, ist, was man überhaupt mehr hat. Ja, dieser Reporter. So ist die Geschichte. Was haben Sie denn gebracht über den Besuch, die Zeitung? Ja, also, Sie haben dann, also Ihre Frau hat sich dann bereit erklärt, einer französischen Zeitung etwas zu sagen. Und die haben dann einen fairen und anständigen Bericht gebracht. So. Nicht? Aber im Übrigen will die ganze Presse nichts Sachliches überhaupt wissen. Das beruht irgendwie auf einem Wunsch. Höhere Weisung. Ja. Nicht? Also da ist nichts zu machen. Und ich sage, das Einzige, das wäre also hier, nicht wahr, ich habe es jetzt gerade erfunden, nicht wahr, das wäre so hochinteressant. Ja. Also wenn ich jetzt sagen wie die Presse, nicht wahr, würde sagen so und so, er hat sich entschlossen, das würde also bis zu den Eskimos würde das durchgehen. Es muss ja auch für Hans Klopke besonders interessant sein, wenn das alles unterdrückt wird, nicht wahr, was mit mir zusammenhängt. Ja. Also dann läuft also der Prozess, ich habe ja also das neue Verfahren ja in Gang gebracht, ja. Dann läuft also dieser Prozess für Honorar und Auslagen. Ja. Da hat die Bundesregierung zum zweiten Mal für die Beantwortung um einen Monat Ausstand gebeten. Nicht? Da haben wir natürlich erheblich habe ich protestiert. Und ich habe nun in dem zweiten Verfahren auf Auslieferung, auf Intervention, ganz klar den Herrn Globke genannt. Ja, ja. Diesmal also bis dahin immer nur in Andeutung. Jawohl. Aber hier bei der Auslieferung. Ich sage, bitteschön, der tut nichts anderes, als dass der jeder an seinem Platz summum cuique. Er hat oben, ohne die Gesetze, wäre niemals ein Polizist in der Wohnung eines Juden erschienen, hätte gesagt, verzeihen Sie, sind Sie Jude, muss ich in eine Liste aufnehmen. Mehr hat der Mann ja nicht getan. Der Nächste kommt und sagt, hören Sie mal, Sie müssen leider aus der Wohnung heraus. Nicht wahr? Der Nächste kommt und sagt, ja, Sie können an der Arbeitsstelle nicht mehr sein. Mehr tut keiner. Und dann heißt es ja, Arbeit kriegen Sie ja nicht, Sie müssen in eine andere Stadt ziehen. Und dann heißt es, hier können Sie auch nicht bleiben, Sie kommen am besten in ein Arbeitslager, haben Sie auch Arbeit und Verdienst. Und dann heißt es, Sie müssen leider hier Stacheldraht drumherum machen. Und dann heißt es weiter, jetzt werden Sie noch weiter transportiert. Und zum Schluss sagt einer, wollen Sie hier reingehen, jetzt sind Sie vergast.
Es hat jeder sein kleines Stück. Und drüber, über allem steht das Gesetz. Und der sagt, also ich bin heute der Ansicht, dass Herr Globke, wie er gemerkt hat, morgen Luft, die Sache geht nicht ganz in Ordnung, so wie ich mir das als Karrierist gedacht habe. Da hat er gesagt, es schadet ja nichts, wenn man auch nach der anderen Seite arbeitet. Und hat sich dann mit der Kirche angelegt und hat also denen Dinge erzählt, nicht wahr, und hat sich sogenannte Rückversicherung geschaffen. Das kriegen die von mir in dort oben gesagt. Wann werden die Verhandlungen sein? Ja, warten wir ja noch, nicht wahr, Bundeswehr. Nun, denken Sie auch mit dran, ich muss dazu aber noch etwas haben, nämlich eine Abtretungserklärung dieser Ansprüche, denn Sie klagen ja. Ne? Ja, ja. Nehmen wir an, das Urteil wird vollstreckt, dann sagt die Bundesregierung, großartiger Prozess ist zu Ende. Ja. Nicht? Ja. Deswegen müsste ich also vorlegen können, eine Abtretungserklärung sagen, bitte, Anspruch ist mir abgetreten, bitte, der Prozess geht weiter. Jawohl. Ja, das müssten Sie aber mit der Generalstaatsanwalt. Das mache ich nicht. Also das werde ich doch, das lasse ich oben erledigen, wenn Sie in Jerusalem sind. Jawohl. Nicht das. Aber ich kann es nicht notieren, ich habe jetzt Ich denke auch dran, nicht wahr? Nicht? Vielleicht, dass ich es dann vergessen würde. Nein, ich wollte nur für den Fall, dass Sie wissen, was Jawohl. Ich werde mich bemühen, es nicht zu vergessen, aber es könnte natürlich sein, nicht wahr? Nein, das wir beide nicht drauf kommen sollten. Nicht? Dann bitte bei der Gelegenheit, Herr Doktor, ist eine Sache, zu der auch die Generalstaatsanwaltschaft die Genehmigung erteilen müsste. Meine Frau schrieb mir, dass der Jüngste von mir, er trägt noch den Namen meiner Frau. Ja. Und nun will sie ihm den Namen, meinen Namen geben. Dazu braucht sie lediglich eine Erklärung, die ich Ihnen gebe, in Gegenwart von Zeugen, die Sie aufnehmen als Anwalt, worin das heißt, dass ich erkläre, dass er mein Sohn ist. Ja. Sie kennen diese Sachen, wie man das so macht. Ja. Ricardo Francisco Eichmann ist mein Sohn und so weiter und so weiter und so weiter, nicht wahr? Mit Zeugen. Denn, Kann ich das schon aufschreiben? Ja, er wurde geboren, ich glaube... Er heißt ein, zwei Ricardo Francisco Liebel, nicht? Ricardo Francisco. Francisco Liebel. Francisco Liebel, ja. Und er... Geboren? Geboren wurde er am 5. November, 3. oder 5. November 1955. In Buenos Aires? In der, wollen Sie auch wissen, in welcher Anstalt, in welche... Nein, nur in welchem Ort er geboren ist. Ort. In Buenos Aires, Klammer, Capital Federal. Das ist nämlich ein Unterschied. Was heißt Capital Federal? Das ist die Hauptstadt. Ja, das ist eben das... In Buenos Aires gibt es eine Capital Federal, das ist die Hauptstadt, und dann gibt es die Randbezirke... Das ist Groß Buenos Aires. Ach so, das ist auch... Aber man schreibt bei Groß Buenos Aires... Wollen wir sagen, wie wir sagen, Köln-Stadt und Köln-Land. So ist es, ja. Nicht? Ja. Nun gibt es aber die Provinz der Buenos Aires, gibt es noch extra, nicht wahr? Die ist ungefähr so groß wie Westdeutschland. Ja, aber das ist hier, also Capital Federal heißt... Das ist die Hauptstadt, ja. Die Hauptstadt, ja. Hören Sie mal, dann ist also noch etwas... Merkwürdiges passiert. Das müsste auch noch erledigt werden. Ja, das werde ich vorbereiten. Jawohl. Also das möchte ich am liebsten sogar. Man weiß nicht, wie oben die Bestimmungen sind, ob das nicht ein Notar machen muss. Meine Frau schreibt, dass es, wenn die einfache Erklärung vor Ihnen und vor Zeugen. Ja, gut, werde ich das machen, nicht? Jawohl. Hören Sie mal, dann hat die also es einen Sturm in der Presse gegeben, telefonische Anrufe, selbst aus Kanada, nicht? Ja. Was war los, nicht? Es hieß auf einmal, Sie würden von einem jungen Mädchen adoptiert werden. Ach, diese Sache, ja. Was ist das eigentlich? Ich würde adoptiert werden? Nein. Ja, ich habe gesagt, das kann wohl nicht stimmen. Das könnte ja höchstens umgekehrt sein. Ach, ich sage, das ist doch bestimmt irgendwie ein Backfischscherz, die ganze Sache. Was anderes kann das ja gar nicht sein. Nicht ja, ja. Wissen Sie, woher das kommen mag? Ja. Es ist Folgendes. Als meine Frau hier war, habe ich hier gesagt... Nee, das war doch schon vorher. Nein, das war...
Das war schon vorher, Das war schon vorher? Ja, ich kann mich natürlich irren, nicht wahr? Dann wäre es merkwürdig. Ja. Kurz und gut, es war so, meine Frau war da, ich sagte dann zu ihr, du, da ist ein kleines Mädchen, 16-jähriges Mädchen in Kanada. Ach so, das ist diese, diese Sache. Die hat mir einen Brief geschrieben damals, als die Sache noch hier dick runterging. Die halbe Welt war gegen mich, nicht wahr? Jetzt kriege ich da einen sehr netten und lieben Brief geschrieben. Ja. Und der hat mich dermaßen gefreut, dass ich es nicht vergessen habe. Ja. Sei doch bitte so gut und schreibe dem kleinen Mädchen und so fort. Und sie sagte ungefähr, habe ich noch in Erinnerung, sagte ich sinngemäß, sie würde gerne, dass ich ihr Vater wäre. Ja, würde sie freuen, nicht wahr? Und so weiter, ja. Ist das diese alte Geschichte? Ja, und da sagte ich dann, dann hat das meine Frau gesagt, jawohl, das wird sie machen, sie wird schreiben und so fort, nicht wahr? Wenige Tage später kommt das Pastoren-Ehepaar. Ja. Und das sind nun Kanadier, nicht wahr? Ne? Ja. Und da sagte mir die Dame, sagt sie, sagen Sie, ist das wahr? Jetzt erzählen Sie die ganze Geschichte, was die Presse gebracht hat. Ja. Ich habe gesagt, das stimmt nicht, das ist eine Kanadierin, das macht keine, das ist eine. Ich wollte gerade noch sagen, na hören Sie mal, wie können Sie denn das so bestimmt sagen? Können Sie denn Ihre Hand ins Feuer legen für alle Kanadierinnen? Ja. Dieses Mädchen, das hat die Sache sehr, sehr menschlich aufgefasst, wollte ich ja noch sagen. Aber kurz und gut, sie war völlig baff gewesen. Also, ja, das stimmt im Großen und Ganzen nicht so, wie Sie mir es gebracht haben, aber es ist ein wahrer Kern dabei. Und dann habe ich ihr das erzählt, nicht wahr? Aber das war ja doch, hören Sie mal, das war der Brief eines Backfischs. Natürlich, weil ich ein 16-jähriges Mädchen bin. Ja, also ich habe es auch gleich, ich habe nachher, wie der Stunde, ich meine, Gott, sollte das dieser Brief gewesen sein. Aber wie kommt dann nun die Presse dazu? Das ist doch ein Zeichen, dass hier nicht alles dicht hält, nicht? Möglich, ja. Nicht? Also es muss ja doch, dass da irgendwie to make money, nicht? Ja, das wären also augenblicklich die Sachen, die ich habe. Und also das Gnadengesuch. Ja, ob Sie selbst etwas schreiben, oder ich schließe mich dem an, oder ob Sie gar nichts schreiben. Ich überlasse das Ihre Entscheidung. Ich habe noch nie mit solchen Sachen zu tun gehabt. Ich weiß nicht. Ich habe noch nicht einmal darüber gelesen, über solche Sachen etwas. Ich weiß es nicht. Es ist ja so, wenn man gar nichts tut, nicht wahr? Dann kann es heißen, ja, wenn der es selbst nicht mal für nötig hält, darum zu bitten, warum sollen wir das machen, nicht? Das war auch der Grund, nicht wahr, warum ich Ihren Brüdern gesagt habe, ja, etwas müssen Sie schon tun, nicht wahr? Das ist schwierig, nicht? So zu schreiben, dass es nicht... Also bitte machen Sie, wie Sie es wollen, Herr Doktor, denn im Grunde ist es sowieso gleichgültig. Es ist völlig gleichgültig. Ich bin persönlich, habe ich kein Vertrauen zu der Justiz. Ich habe meine Besorgnis, dass sie befangen ist und daran lasse ich mich nicht ändern. Wir werden ja sehen, der Dienstag wird es zeigen, ob diese Besorgnis zu einer Bestätigung... Also, Sie müssen mal hier unterscheiden zwischen den Juristen und den Politikern. Bis jetzt ist es ja eine juristische Sache. Die Juristen sagen, hier ist das Gesetz... Hier sind die Tatsachen durch die Zeugen belegt und da ziehen wir den Schluss draus. Ob das Gesetz richtig ist oder falsch, das geht uns nichts. Ob die Zeugenaussagen richtig oder falsch sind? Wir haben sie ja gewürdigt. Wir sind der Ansicht, nicht wahr, das reicht. Ja. Fertig. Jetzt kommt aber der Politiker, der eventuell sagen kann, nein, ich vollstrecke es nicht. Es ist immerhin ein Urteil in einer politischen Sache, das kann ich überprüfen. Beim Gnadengesuch nicht. Ach so ist und das. Es wurde mir gesagt, ja, der Präsident wollte auch nicht allein entscheiden, ohne nochmal ein Gremium des von der Knesset gehört zu haben, also vom Parlament. Ach so geht die Sache. Ja, also er wollte doch nicht direkt entscheiden. Aber grundsätzlich ist die Stimmung hier kontra, nicht? Naja, das ist nicht klar, also, die ganze... Aber immerhin... Man kann sagen, und hier daher meine Begründung, ihr müsst das überlegen, was bis jetzt nicht Gegenstand des Verfahrens war. Wo wir uns einig waren, die geschichtlichen Hintergründe, die Ursachen, können nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein. Das kann aber wohl in diesem Verfahren gemacht werden. Da kann er sagen,
Jawohl, wenn man das politisch überlegt und so weiter. Die nächste Frage, was ist der Zweck der Strafe, was haben wir davon? Tatsache ist, dass also die Juden im Ausland im Allgemeinen gegen die Vollstreckung sind. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ja, das fühle ich sogar. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Ja, aber es hat keinen Zweck. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich habe jedenfalls in den letzten Wochen sehr viele Telefonanrufe aus dem Ausland bekommen, von jüdischen Kreisen. Ich habe den Herren gesagt, ja, das ist ja nun komisch. Ich kann ja doch als Nazi-Verteidiger nicht die Interessen der ausländischen Juden vertreten. Das müssen sie schon selber machen. Ich mische mich auch nicht in die Streitigkeiten, die innerhalb der Judenheit bestehen. Das ist ihre Sache. Ja, das gibt eine große Katastrophe. Das ist meine Ansicht auch, dass nach allen Briefen, die ich kenne, ist der Antisemitismus in Amerika insbesondere sehr stark und es wird zweifellos irgendwelche Rückschläge haben. In Deutschland nicht. In Deutschland ist alles ruhig, nicht wahr? Aber doch drüben ist es sehr stark. In Deutschland wird nicht die kommende Generation freisprechen. Ja, das ist eine andere Sache. In Deutschland ist nie ein solcher Antisemitismus gewesen. Nein, nein. Nicht? Das war jetzt ein bewusster Rassengeschichte. Aber diese antisemitischen Sachen waren und sind wie Teile Frankreichs, aber vor allen Dingen jetzt Nordamerika. Also ich habe ja doch hunderte von Briefen wiederbekommen, die alle denselben Inhalt haben, die also von einer antisemitischen Hetze zeugen, wie wir sie einen Schnurdrehern Streicher gekannt haben. Und dass das nicht gut ist, die warten ja nur darauf, um jetzt nicht mehr zu sagen, die nehmen umgekehrt gar keine Notiz von dem Urteil, die sagen nur, Urteil ungerecht, gehört sich nicht wahr, Racheakt und so weiter, typisch, dann geht also die Sache los. Deswegen sind die ausländischen Juden dagegen, nicht wahr? Ob die etwas unternehmen, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Denn wer exponiert sich gern in einer solchen Sache? Und ich glaube auch, dass der Staat selbst sagen wird, das haben wir ja selbst zu entscheiden, was hier zu tun ist. Ich bin auch nicht dazu da, den Staat zu belehren, nicht wahr, an jeden Präsidenten, was er zu tun hat, nicht wahr? Ich kann nur eben die Gründe bringen, die in unserem Fall liegen, nicht wahr? Und die habe ich Ihnen ja jetzt aufgezählt. Und die werde ich vorbringen. Und dann muss eben entschieden werden, nicht wahr? Für mich ist die Basis der inneren Ruhe, dass ich weiß, dass ich persönlich kein Unrecht geboren habe, nicht getan habe. Für mich ist die Basis der inneren Ruhe zu wissen, dass Hunderte von Millionen Menschen, die mir Recht geben, dass sie genau der Meinung sind, dass ein Strafurteil gegen mich oder Todesurteil, ganz egal welche Art, ob das Freiheitsstrafe ist oder Todesstrafe, dass das ein Fehlurteil bedeutet und es zeigt, dass politische Interessen übergeordnet sind den rechtlichen Erwägungen. Ja, zweifellos. Das hat mich sehr interessiert, als meine Frau hier war, hatte ich und sie mir sagte, dass sie nach Österreich fährt und so weiter und so weiter. Denke ich mir, du machst ja da ganz schöne Reisen in Mitteleuropa, nicht wahr? Ne? Ja. Und habe ihr gesagt, dann sei mal vorsichtig bei den vielen Reisereien. Und da war sie erstaunt gewesen. Ich meinte mich dann auch etwas deutlicher auszudrücken, dass sie da hier nichts keine passiert. Schwierigkeiten. Ja, da sagte sie mir gewissermaßen weit von sich weisen. Ja, im Gegenteil, heute nicht mehr, schon nicht mehr, nicht wahr? Sehen Sie, das ist ein, wie soll ich mal sagen? Es ist so, die amtlichen Stellen
reagieren nicht oder sind sauer, wie man hört. Die Amtlichen, ja, denn es sitzt nämlich ein Kerl an der Spitze mit, der alle Ursache hat, hier diese Sachen sauer reagieren zu lassen. So ist es nämlich. Ja. Ja, nun könnten Sie vielleicht noch eins überlegen. Was man, ich werde jetzt also wahrscheinlich hier zum letzten Mal vorläufig kommen, nicht wahr, nicht? Ja, hier sein. Dass Sie mir, wir sehen uns doch noch vor Dienstag. Ja, auch nach dem Urteil, nicht wahr, komme ich Sie noch besuchen, jawohl, nicht wahr. Aber dass Sie doch einmal überlegen würden, was, wie man mir immer sagt, ja, hat er da nichts jetzt der Welt zu sagen noch, nicht? Also nicht das, was da... Ja, was da bitte da, die Sekretärin mitzunehmen, Herr Doktor. Nee, das mache ich. Ich habe keine Sekretärin jetzt hier. Haben Sie keine? Aber ich stenografiere viel schneller und besser, nicht wahr, als das jede Sekretärin kann. Nicht gut. Nicht, wenn Sie da mal... nein, ich würde es mal so überlegen, kurz und formuliert, nicht wahr? Nicht, denn man wird mich ja fragen, ja, was hat er nun zum Schluss gesagt, nicht wahr? Was ist denn nun seine Ansicht von dem Verfahren, von dem Gericht und so weiter, nicht wahr? Ja. Nicht? Dass Sie auch also dann zu der religiösen Seite, nicht? Was wir vorhin besprochen haben, auch ein paar Zeilen, zunächst für mich, nicht wahr? Jawohl. Nicht? Aber dass ich dann sagen kann, jawohl, das und das, nicht wahr, ist seine Ansicht, nicht? Jawohl. Nicht? Also, schriftlich klingt es nicht raus, aber Sie können es mir diktieren. Jawohl. Und dass Sie das schon überlegen, denn nachher ist so viel anderes zu denken und ich weiß nicht, wie man... Nachdem das Urteil verkündet ist und rechtskräftig ist, dann kann man also sagen, nein, nicht? Jetzt sind andere Verhältnisse, Sie können ihn nicht so sprechen, nicht wahr? Ja. Wäre alles denkbar. Ja. Gut, dann sehen wir uns am, wenn Sie da sind, Sonntag, sonst am Montag, nicht? Jawohl, wenn ich aber am Sonntag schon dort bin, ja? Sie werden es erfahren, Herr Doktor. Ja, selbstverständlich. Ah, gut. Und darf ich Sie schon bitten, die Sache vorzubereiten wegen der Aussage hier, die ich mache in Namensregulierung meines Sohnes. Und dann die andere Sache, die Sie noch hatten, nicht wahr? Nicht? Ja, das ist also Namensregulierung und, wo Sie denn, und Anerkennung, nicht? Also Anerkennung der Vaterschaft, nicht? Jawohl, die nicht? Sache und die andere Sache, die Sie hatten, nämlich die Abtretungs-, die Vollmacht. Ja, ja, die, das, die beiden Sachen. Die beiden Sachen, nicht wahr? Nicht? Gut. Wie geht es Ihnen gesundheitlich? Ja, gesundheitlich geht es mir in Umständen entsprechend gut, nicht wahr? Nicht? Normal, möchte ich sagen. Ja. Es ist die Herzgeschichten? Bitte? Haben die Herzgeschichten, kommen die immer noch? Ja, die kommen immer noch. So oft habe ich sie nicht mehr jetzt, wie ich sie schon mal gehabt habe. Ich bekomme ja auch täglich zwei Pulver, ja, die irgendwie darauf einwirken. Aber ich habe es, wie gesagt, habe ich es doch alle von daumenlang mal wieder, diese Sachen. Aber der Arzt misst dem keine Bedeutung bei. Meine Frau scheint dasselbe zu haben. Natürlich, der Laie sagt gerne dasselbe. Vielleicht ist es auch etwas Ähnliches, nicht wahr? Ach, sie macht aber an für sich. Sie ist doch auch so die ganzen Schwierigkeiten sehr forsch, nicht wahr? Aber wie ich ihr jetzt gesagt habe, wie die Stimmung hier ist und was doch zu befürchten ist, da war sie doch nicht bei mir, nicht wahr? Ich hörte nur nachher, dass mir andere sagten, sie wäre doch also erschüttert, nicht wahr? Das hätte sie gar nicht für möglich. Also sie erklärt immer forsch, das ist ja gar nicht möglich, das gibt es doch gar nicht und so weiter. Ja, also wenn Sie das schon mal überlegen wollen, diese, ich muss es mal kurz nennen, diese Schlusserklärung, nicht? Jawohl. Nicht, dass man die hat, also auch für allen Dingen, denn wer weiß, ob Sie die Möglichkeit haben, mir nochmal was zu sagen. Jawohl. Haben Sie jetzt Zeit, nicht wahr, das zu überlegen und... nicht, das wäre gut. Jawohl. Vielleicht, wenn Sie es sogar, wenn Sie es können, nicht wahr? Wörtlich, nicht wahr? Ich nehme mal so, dass es ein, zwei Seiten sind, nicht wahr? Höchstens, nicht? Ja. Und dann können Sie dazu mir noch etwas sagen. Aber dass man wissen, diese kurze Erklärung hat. Jawohl. Jawohl. Nicht? Jawohl. So, ich freue mich jedenfalls, dass Sie... Die gebe ich Ihnen am Sonntag, respektive am Montag. Oder am Montag, nicht wahr? Dann können wir das ja besprechen. Und ob nun am Dienstag das schon fertig ist oder ob Mittwoch noch weiter Urteil verkündet wird, weiß man nicht. Das hängt ja von der Länge ab. Nicht? Das hängt von der Länge ab, ja, das wird man ja sehen. Nicht? Und dass Ihre Frau hier war, das hat sie doch gefreut. Wussten Sie das vorher?
Ja, ich, Sie sagten mir es ja schon. Nein, ich meine aber den Namen nicht. Nein, es ist mir am selben Tage, ich glaube, am selben Tage ist mir das eröffnet worden. Sie käme. Dass sie käme. Wann, also, wurde mir nicht gesagt. Ach so, dann. Ich habe schon gedacht, es ist, sie kommt nicht, ja, weil Sie mir sagten, dass sie in der nächsten Woche dann käme, dass das in der nächsten Woche arrangiert wird. Ja, ja. Und die Woche verstrich, es verstrich auch noch die nächste sie Woche. Nicht. Sie hatte plötzlich sie erzählte mir das. Knie oder ja, so ja, etwas. Sie erzählte mir das, ja. Das nicht. Ja. Und dann, es war alles schon, die Flugscheine waren schon gebucht, dann ging es aber nicht aus wieder anderen Gründen. Da wurde hin und her telegrafiert und alles ja. Mögliche gemacht. Es musste ja auch in der Besonderheit eingeleitet werden, dass nun keiner das wusste. Ja, ja. Das hat ja auch Gott sei Dank keiner gewusst. Sie war schon wieder weg, ehe überhaupt ein Mensch. Ja, es ist wie ein Windstoß, wie ein Windhauch. Ein Komet, nicht wahr, die hier. Ja, und damit hier nicht unliebsame Demonstrationen oder was da ja, was hier geschehen soll. Meine Frau ist aus Österreich wieder zurück. Ja, sie war jetzt in München, nicht wahr? Da habe ich sie ja getroffen. Ja, ja. Auch mit den Brüdern, was sie nun macht. Ich hatte ihr schon mal gesagt, sie sollte möglichst bald doch zu ihrem Anwalt mal fahren. Aber da der nun zufälligerweise nach hier kommt, habe ich gesagt, dann warten Sie mal. Wenn ich zurückkomme, vielleicht können wir mit ihm zusammensprechen. Nicht wahr? Ja. Also, er kommt nach Deutschland, ja? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich sage also, Spanisch sprechen kann ich noch nicht. Ich habe noch nie Spanisch, aber ich kann es lesen, nicht wahr? Ja, ja. Und zwar, also ich bin selbst überrascht, wenn man Lateinisch und Französisch ist kann. Es relativ, ich habe mir die Zeit genommen und habe so abends, anstatt die Illustrierte zu lesen, habe ich eine spanische Grammatik durchgelesen. Sodass ja. ich also zur größten Überraschung aller Beteiligten jetzt keinen Dolmetscher mehr brauchte und konnte die Sachen alle übersetzen. Das ist nicht gut, ja, ja. Nicht, dass man also da vorwärts macht. Und vielleicht ist da eine gewisse Hoffnung. Ja. Man wird sehen. Nicht? Also, man wird sehen. Was ist mit der Romangeschichte? Was ist mit der Romangeschichte? Ja, ja. Wenn man also etwas. Wenn Sie etwas zeichnen können, vielleicht kriege ich es nicht, weil das ist ja, wenn man nicht meint, das wäre nur eine Geheimnachricht, nicht wahr, wenn Sie etwas aufmalen. Ja, ja. Aber Sie können es jedenfalls mal zeichnen, nicht wahr? Ja. Nicht? Sie wissen ja, was drin steht, Sie haben das ja nochmal überdacht, nicht wahr, und dass man das so macht. Aber jedenfalls den Text habe ich, damit die nicht sagen sollten, ja, hier ist also etwas Geheimnisvolles, den Text, Schreibmaschine geschrieben, hat die Staatsanwaltschaft bekommen, nicht wahr? Mussten Sie den einschicken? Ja, damit Sie nicht sagen sollten, wer weiß, wofür das gemacht werden soll, nicht wahr? Nicht? Aber es hat sie eben nichts getan und nach der Weisung, die der Reverend Hull bekommen hat, werden Sie auch nichts rausbekommen. Aber das wollen wir dann mal sehen, nicht wahr? Nicht? Gut. Nicht? Also dann sehen wir es dann wieder in Jerusalem. Am Sonntag oder am Montag? Ja, nicht? Wieder schön. Schön. Danke vielmals für den Besuch. Auf Wiedersehen, Herr Doktor.